Ja, sie hat das Geld kassiert und sich quasi wie nie mehr bei mir gemeldet. Es gibt natürlich auch einen Catch, eine solche Top-Wohnung zu bekommen, und nicht jede Frau lässt sich auf das ein. Es ist immer das gleiche Mail, wo jeweils den Leuten verschickt wird. Sie sagen, sie hätten das Zimmer zum Anbieten. Der, der zuerst zahlt, kommt das Zimmer rüber. Schön, gute Lage und günstig. Fake-Inserate wie das hier tauchen immer wieder auf Online-Plattformen auf. Das Ziel? Menschen, die verzweifelt nach einer Wohnung suchen, abzuzocken. Ich will mehr über die betrügerische Masche erfahren und will verstehen, warum Menschen überhaupt auf so Scammernosse reingehen. Aber sehr wahrscheinlich sehe ich das Geld nicht mehr. Scheiße. Ich war vor kurzem auf Wohnungssuche in der Stadt Zürich, und als ich mir online Wohnungsangebote angeschaut habe, bin ich auch immer wieder auf so Inserate gestossen, die einfach so ein bisschen zu gut aussehen, um wahr zu sein, so ein bisschen zu günstig und ein bisschen zu gut gelegen. Wie zum Beispiel das hier, eine 3-Zimmer-Wohnung, 93 Quadratmeter im Seefeld für knapp 1'000 Franken. Wer einmal in der Stadt Zürich eine Wohnung gesucht hat, weiss, dass 1'000 Franken für eine Wohnung im Seefeld, das ist einfach utopisch. Ein Grund, wieso so Betrugsinserate überhaupt eine Chance haben, ist der ausgetrocknete Wohnungsmarkt in Zürich. Das zeigt eine Besichtigung wie die zum Beispiel. Eine 4,5-Zimmer-Wohnung für 2'700 Franken. Dass in Zürich so viele Leute stehen, ist normal. Bei dieser Wohnung hat man sich für die Besichtigung anmelden. Das sind also lange nicht alle Leute, die die Wohnung gerne hätten, sondern nur die, die es überhaupt an eine Besichtigung geschafft haben. Schließlich geht es hier um eine Wohnung, die wirklich alles hat. Balkon, Badwanne, mega zentrale Lage. Und sie ist bezahlbar. Alles andere als selbstverständlich in Zürich. Das sind Laura und Valerie. Sie suchen für sich und ihre Mitbewohnerin eine neue Wohnung. Mega schön. Ja, sehr. Also wir bewerben uns jetzt. Cool. Hätten sie 30 andere Leute. Dann mal schauen, ja. Die Wohnung haltet, was sie verspricht. Aber sie haben in der Vergangenheit auch schon ganz andere Erfahrungen müssen machen und Kontakt mit mutmaßlichen BetrügerInnen gehabt. Hi, private room for rent in 8037, 600 francs per month, utilities included. Get back to me for more pictures and details, when do you want to move in? Und dann bin ich schon so gewesen, so dass mich ein Mieter fragt, wenn ich einziehen will. You have to pay rent and deposit before July 20th to book and secure accommodation. The rent will start counting when you move in September. Are you ready to pay rent and deposit before 20th of July 20? Then I can send pictures and more details. The room is for rent on the basis of first come, first serve. Mm-hmm. Also noch wie noch so ein bisschen Druck aufbauen. Cool. So besser bist schnell, sonst ja, ist es weg. Also du musst wie jetzt überweisen, weil sonst ist es halt weg. Man hofft halt schon, dass es vielleicht irgendwie etwas ist. Und dann habe ich einfach geschrieben, time waste a while, pathetic how many scams there are out there, you should be ashamed of yourself, thanks for nothing, bye. Ich wollte herausfinden, wie verbreitet die Inserate sind, und schreibe die grossen Wohnungsplattformen an. Ich wollte von ihnen wissen, welche Erfahrungen sie mit Scam machen. Beim Recherchieren stoße ich auch auf Yoruma, eine relativ neue Plattform aus der Schweiz. Also die Plattform funktioniert so ein bisschen ähnlich wie Tinder. Wenn man ein WG-Zimmer sucht, kann man ein Inserat schalten und kurz etwas über sich erzählen. Und Leute, die ein WG-Zimmer zu vermieten haben, können sich dann bei diesen Leuten melden. Als ich die Webseite zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir so gedacht, oh, mega cooles Konzept. Aber gleichzeitig habe ich mir auch gerade überlegt, ich kann mir vorstellen, dass es Betrüger gibt auf dieser Webseite. Und ich habe den Betreiber von Yoruma geschrieben und sie haben mir tatsächlich bestätigt, dass sie wirklich Probleme haben mit Scam-Inserat. Ich treffe den Kevin, den Gründer der Plattform. Von ihm möchte ich wissen, wie er mit diesen betrügerischen Inserat umgeht. Hi! Hey! Danke! Da hinten? Er erzählt mir, dass er in seinen Anfängen die Menge an Scam unterschätzt habe und zeigt mir, wie die Fake-Inserate aussehen. Ja, das ist halt schon mal ein Bild, das ein bisschen auffällig ist. Das sagt ein bisschen nichts, oder wie du meinst? Ja, das sagt nichts. Normal ist es ja, sich um ein richtiges Bild zu kümmern, yeah, sozusagen. Und das für 650 irgendwo mitten in Zürich, das gibt es nicht. Wer die Inserate aufschaltet, kann den Kevin nicht nachverfolgen. Nur so viel. Die IP-Adressen kommen oft aus dem Ausland. Wir machen den Selbstversuch. Der Kevin erstellt als WG-Zimmer suchende Person ein Profil auf Yoruma. Gut, ich sage jetzt einfach Zürich Stadt, da. Das Einzugsdatum ab heute. Maximale Miete macht 8'000. Genau.
Und da steht, ich werde dann benachrichtigt, wenn ich kontaktiert werde. Der Kevin will sich bei mir melden, falls er ein auffälliges Angebot bekommt. In der Zwischenzeit suche ich Leute, die dieser Betrugsmasche zum Opfer gefallen sind. Ich treffe jetzt dann gerade Emily. Sie ist auf so ein Scam-Inserat reingefallen. Und ich wollte von ihr wissen, wie das passieren konnte. Ich treffe sie in ihrer WG in Wädenswil. Das Zimmer sei nur eine Übergangslösung. Sie würde eigentlich lieber in der Region Zug wohnen. Ja, vieles ist nicht klar durchachten, weil ich einfach keine Möbel oder Regal habe. Mhm. Ist einfach, weil du nur so ein bisschen Zwischenstopp bist? Ja, eigentlich nicht. Es fällt mir einfach das Geld, dass ich mir überhaupt irgendwelche Möbel kaufen kann. Wie viel zahlst du für das Zimmer? 750. Als sie letztes Jahr auf Wohnungssuche war, hat sie über ein Inserat eine vermeintliche Traumwohnung gefunden. Ich habe gefunden, es sieht eigentlich wirklich schön aus, wenn es jetzt so aussieht. Hier haben wir den Grundrissplan. Mhm. Also die Bilder sehen wirklich schön aus, ein bisschen modern, Standard. Dann habe ich gefunden, ja, schöne Wohnung, nehme ich. Auf meine Anfrage über das Kontaktformular hat sie geschrieben, hallo. Zunächst einmal vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Wohnung. Ich habe diese Wohnung für meine Tochter während ihres Studiums in der Schweiz gekauft, aber jetzt ist sie in Spanien nach Hause zurückgekehrt, sodass ich die Wohnung auf unbestimmte Zeit vermiete. Die Inserentin schreibt ihr, dass sie für die spanische Regierung arbeiten und bald in Ruhestand geht. Wegen Corona sei es nicht möglich für sie, momentan in die Schweiz zu kommen. Klingt nett, oder? Ja, habe ich auch gedacht, als ich das bekommen habe. Mhm. Also, ich habe in der Mail schon wirklich überhaupt keine Emily soll über die Drittplattform Airbnb Geld deponieren, damit sie die Wohnung besichtigen kann. Sie soll eine Miete und eine Kaution zahlen, insgesamt 1880 Franken. Wenn sie sich gegen die Wohnung entscheiden würde, würde sie das Geld zurückbekommen. So der Deal. Die vermeintliche Airbnb-Seite, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, ist fake. Und dann hast du das Geld zu dem Airbnb-Link überwiesen? Genau. Sie hat das Geld von mir kassiert und dann habe ich sie immer wieder gefragt, ja, mit dem Stand von der Besichtigung. Und dann war es so, ja, ich kontaktiere Airbnb und so. Und wenn sie etwas von denen hören, teilen sie mir das bitte mit. Und mache ich auch so. Hast du das Gefühl, es war naiv von dir? Wahrscheinlich schon. Ich hätte vermutlich erst mal wie genauer müssen darüber nachdenken, okay, ist mir jetzt das wert? Und dann vielleicht mal bei Airbnb nachfragen, existiert das überhaupt? Oder direkt auf der Plattform von Airbnb nach dem Inserat suchen, ob das überhaupt existiert. Also wenn ich das dann schon realisiert hätte, okay, es könnte vielleicht Betrug sein oder sonst, dann hätte ich das Geld jetzt noch und das wäre nie passiert. Ja. Jetzt bleibt nur zu warten und zu schauen, was jetzt passiert. Aber sehr wahrscheinlich sehe ich das Geld nicht mehr. Scheiße. Emily hat den Vorfall bei der Bank und der Polizei gemeldet. Und Airbnb schreibt ihr, dass sie nie um Zahlungen außerhalb der Plattform bitten würden. Die Chancen, dass sie ihr Geld je zurückbekommt, sind also sehr klein. Es ist jetzt einfach blöd, dass ich die Erfahrung machen musste, dass ich drückt bin, aber dadurch habe ich halt auch vieles gelernt. Ich wollte von ihr wissen, wieso sie bei diesem Film mitmacht. Schließlich exponiert sie sich ja auch ein Stück weit mit dem, was passiert ist. Weil ich es wahrscheinlich gleich irgendwie loswerden wollte, dass mir jetzt das passiert ist. Und halt auch andere Leute darauf aufmerksam machen. Die Mädels, die ich an die Wohnungsbesichtigung begleitet habe, haben mich zu sich eingeladen. Sie haben mir erzählt, dass sie momentan noch in einer Traumwohnung leben. Die wollte ich mir genauer anschauen. Soll ich die Schuhe rausladen? Aha, nein. Also, so stehen. Okay. Wenn ihr mir schnell eine Führung geben? Ja, klar. Bitte. Okay. Oh, ich bin jetzt schon so neidisch. Dann ist hier der Valerie ihres Zimmer. Oh, die sind ja mega gross. Also wir haben eigentlich schon unsere Traumwohnung, weißt? Also wir würden nicht. Ihr habt von jeder Person in Zürich Traumwohnung, nicht nur von euch. Es gibt einen Grund, wieso sie sich so eine Wohnung als Studentin leisten können. Sie wird vom Jugendwohnnetz JUWO vermietet, eine gemeinnützige Organisation, die sich für bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen einsetzt. Weil das ganze Haus im Frühling renoviert wird, müssen sie jetzt ausziehen. Was ist denn jetzt eure obere Schmerzgrenze vom Budget her?
2,8, 2,9, so etwas so. Aber das ist dann schon sehr begrenzt. Das Ziel wäre eigentlich schon weniger zahlen. Wir schauen uns zusammen Wohnungsinserat an. Wie teuer ist es? Die 2,6. Ja. Also es ist auch nicht günstig. Für den Preis ist es eigentlich schon nicht das, was wir. Es ist nicht günstig. Für den Preis hoffen wir eigentlich schon auf ein Wohnzimmer. Ja. Die Zeit drängt bei ihnen langsam. In ein paar Wochen müssen sie ausziehen und bis jetzt haben sie nur Absagen bekommen. Die meisten, die in Zürich eine Wohnung suchen, kennen Absagen nur allzu gut. Nährboden für die Leute, die die Not versuchen auszunutzen. Als Beispiel liest Laura ein Angebot vor, das sie auf eine Anfrage bekommen hat. Hey Laura, danke für dein sympathisches E-Mail. Und ja, es sind anscheinend zwei Zimmer verfügbar gewesen. Es sind beide Zimmer zurzeit noch verfügbar. Ich bin der Vermieter und das Inserat habe ich nun von dem Portal gelöscht, weil ich sehr, sehr viele Anfragen bekommen habe. Ich gebe die Zimmer gerne für sehr gute Konditionen an sympathische junge Mieterinnen. Bei Bedarf kann ich dir gerne noch mehr Fotos der Wohnung per E-Mail zusenden. Es gibt natürlich auch einen Catch, eine solche Top-Wohnung zu bekommen und nicht jede Frau lässt sich auf das ein. Wenn du interessiert bist, erzähle ich dir gerne mehr per Telefon. Liebe Grüße. Also, haben wir dann nicht mehr so mit dem beschäftigt. Mhm. Eben, das ist eigentlich schon krass, weil du einfach ein Dach über dem Kopf. Ja. Also, Das Mail, das Laura bekommen hat, beschäftigt mich noch länger. Auch wenn ich nicht genau weiss, was der Deal konkret gewesen wäre. Zurück zu dem Scam-Inserat. Der Kevin hat Neuigkeiten. Es hat sich doch tatsächlich jemand mit einem Angebot beim Gemulden. Ich habe eine Anfrage bekommen, unter anderem von einer, die etwas altbekannt ist. Also es ist immer das gleiche Mail, das jeweils den Leuten verschickt wird. Es ist eine Frau oder was immer, ich weiß nicht wie alt, aus Belgien. Sie sagen, sie hätten das Zimmer zum Anbieten. Der, der zuerst zahlt, kommt das Zimmer rüber. Der Kevin soll 800 Franken als Sicherheitsdepot überweisen. Als er ihr schreibt, dass er sie zuerst gerne treffen würde, geht sie nicht darauf ein. Der Aufwand war ihr wahrscheinlich wie nicht wert, weil sie gemerkt hat, die Person würde mich sehen, das liegt sowieso nicht drin. Am einfachsten ist für sie, wenn jemand einfach zahlt und denkt, dass er das Zimmer überkommt. So. Voll. Also du hast jetzt ja schon ein bisschen Stress gehabt mit deinem Inserat. Wie willst du in Zukunft mit denen umgehen? Wenn Leute sehen oder denken, dass das ein Scam ist, können sie das Inserat markieren als Scam. Mhm. Und wenn das drei Leute machen, dann ist die nächste Person, die das Inserat sieht, gewarnt, dass das wahrscheinlich ein Scammer ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das andere ist, dass wir eine Kontaktanfrage aus dem Ausland in die Schweiz blockieren. Der Kevin ist nicht der Einzige, der gegen diese Scam-Inserate ankämpft. Die grossen und etablierten Wohnungsplattformen haben auf meine Anfrage geantwortet und sie bestätigen mir alle, dass sie Kenntnis von diesen gefälschten Inseraten haben. Im Jahr 2021 hat Comparis zum Teil über 300 Fake-Inserate pro Monat gelöscht. Im Januar 2022 waren es nur noch 60 Inserate, die probiert haben, Geld zu erschleichen. Comparis schreibt mir auch, dass sich die Qualität dieser Inserate verbessert habe. Früher waren sie voller Schreibfehler und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis war einfach zu schön, um irgendwie wahr sein zu können. Ein weiterer Faktor, der den Scammer in die Hand spielt, ist die Pandemie. Das schreibt mir Homegate und ImmoScout24. Weil physische Treffen sich während Corona sowieso viel mehr ins Netz verlagert haben, ist es plötzlich viel plausibler, wenn man Geld überweisen soll, bevor man das Objekt überhaupt besichtigt hat. Ich fahre nochmal auf Wädenswil zu der Emily. Es ist jetzt 4 Wochen her, seit sie Anzeige gemacht hat und will jetzt nachfragen, ob es in ihrem Fall Neuigkeiten gibt. Ich darf leider nicht mit auf den Polizeiposten filmen. Ein paar Minuten später kommt Emily zurück. Das Ergebnis ist ernüchternd. Also ist jetzt der Fall nur kurz überflogen, dass man Rechtsunterstützung ins Ausland anfordern müsste. Und das macht man eigentlich nur bei grossen Fällen und nicht so bei kleinen. Die Kleinen werden jetzt in Zürich an der Spezialstelle alle gesammelt. Und erst wenn es mehrere sind, würde man es eventuell machen. Okay, aber eigentlich keine Chance. Nein. Ist jetzt halt so. Also ich habe nichts anderes erwartet. Ich kann jetzt nur hoffen, dass es mehrere Fälle gibt, die zusammenkommen und dass es dann irgendwann ist, wohl zu einem grossen wird. Bis jetzt hat Emily nichts in die Richtung gehört. Ich habe mich bei der Kantonspolizei Zürich gemeldet, weil ich herausfinden wollte, wie verbreitet die Inserate sind.
und sie haben mir zurückgeschrieben, dass im Jahr 2020 180 solche Betrugsanzeigen eingegangen sind. Die Kantonspolizei Zürich geht davon aus, dass hinter diesen Scam-Inseraten Einzeltäter und auch organisierte Gruppen stecken. An die Personen hinter diesen Inseraten heranzukommen, scheint aussichtslos. Ich habe es trotzdem versucht. Ich habe die Absender von diesen mutmaßlichen Scam-Inseraten kontaktiert und sie um Stellung gebeten. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Und ich habe auch den Absender kontaktiert von dieser E-Mail, die Laura bekommen hat. Die mit dem Catch, wo sich nicht jede Frau darauf einlassen würde. Leider auch hier ohne Erfolg. Dafür war die Frauen-WG erfolgreich. Sie haben nämlich eine neue Wohnung gefunden. Wieder an bester Lage, mitten in Zürich. 100 Quadratmeter und in ihrem Budget. Für das haben sie alles gegeben. Dann wieder das Motivationsschreiben und den PowerPoint haben wir. Ihr habt einen PowerPoint gemacht? Ja. Wir haben einen PowerPoint. Wir haben einen PowerPoint. Und ich euch vorstellen. Ja, ja. Ja, ich glaube, jetzt auch bei dieser Wohnung war ein das Glück. Die Vermieterin war sehr im gleichen Alter, jetzt wurde sie gesichert. Und zum Schluss reden wir noch mal über das Game. Im Jahr 2020 sind 180 solche Anzeigen eingegangen bei der Polizei Zürich. Oh, aber das ist dann wieder viel. Anzeigen? Aber mich nimmt schon Wunder, wer, ob das Leute sind, die eben dann auch im Ausland sind und irgendwie in die Schweiz reisen und dann einfach eine Wohnung brauchen und deshalb froh sind, wenn sie schauen müssen. Das sind für mich zu Leute. Laut der Stadtpolizei Zürich sind die Geschädigten häufig Austauschstudierende. Wer unter Zeitdruck eine Wohnung sucht und die Umstände vor Ort nicht so gut kennt, ist anfällig für Betrug. Beim Recherchieren zu diesem Film habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob es naiv ist, wenn man sich auf so ein Inserat einlässt. Aber dann musste ich mich an der eigenen Nase nehmen, weil als ich auf Wohnungssuche war in Zürich, war ich manchmal auch kurz davor, mich auf so shady Inserat zu melden. Gerade in einer Stadt wie Zürich, wo das Angebot einfach wirklich beschränkt ist. 2021 sind in Zürich gerade mal 381 Wohnungen leer gestanden. Das sind 0,17%. Und jetzt würde es mich wundern, was ihr für Erfahrungen gemacht habt auf Wohnungssuche. Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch noch einen anderen Film anschaut, empfehle ich euch den von meinen Kolleginnen von Impact. Sie haben sich mit Fake-Bewertungen von Arztpraxen auseinandergesetzt. Und da ist noch ein anderer Rec-Film.